sit ready. Attention. So, da geht's zur Sache. Leider ist tatsächlich stehen geblieben. Unser Petro Majdanowski hat es nicht geschafft, bis auf die Bühne. Ergometer 1 ist leer geblieben. Aber der Rest, der rollt. Stendemann gegen Saric, das große Duell auf den Beinen. Ergometer 2 und 3. Ah, die beiden Jungs, die sind gut drauf. Die schenken sich hier keinen Zentimeter. Hinten der nächste Altersklasse, Joachim Ringer, der Mann auf der Ergometer Nummer 4. Es gäbe den würfelförmigen Brustkorb. Ja, Länge, Breite, Höhe ist 1. Der liegt ja auch schon 7 Meter vorne. Und in der Kategorie 50 bis 54, da ist es momentan der Rostocker Axel Zimmermann, der die ganze Phalanx da anführt. Sehr geschlossen das Rennen Nummer 26. Die Männer zwischen 55 und 59 Jahren, alle auf einem Haufen. Mito! Zuerst mal für Iman und Christian, mittlerweile ist Masaric doch wirklich nach vorne gerutscht. Ja, der Kaufmann Frankfurt hat eine richtige Hürdchenrunde, da ging das. Auf den ersten Platz bei den etwas älteren Männern, immer noch Joachim Ringer vor Frank Hartling. Also auch hier der Einzelstarter aus Essen liegt zu Schwaben. Im Moment liegt es immer noch aus den zwei vorne. Dann kommen die grünen Schiffchen mit der Kategorie 50 bis 54 Jahre. Hier ist mittlerweile so eine kleine Vorentscheidung gefallen. Es hat sich mal einer getraut, nach vorne zu rufen. In diesem Fall Josef Reiter aus Kirchhofen, der jetzt vor Jan Oksche liegt. Ja, bei den roten Bussen, da ist es tatsächlich im Duell geworden zwischen Zimmer und Zimmermann. Ich bin mal sehr gespannt, ob das der Zimmermann oder der Zimmer nach Hause bringt. Zimmermann aus Rostock da vorne, jetzt ist es der Kronenzer und er bleibt es bis auf die Ziellinie. Der Zimmer gewinnt, Zimmermann der Zweite, unten ist es Josef Reiter vor Jan Oksche geblieben. Da ändert sich nichts und auch eine knappe Sache ist es hier für Paschau. Gerade mal 13 Sekunden vor einer Team kommt er hier ins Ziel in der Klasse der 60 bis 64-Jährigen. Ja. Auch hier großes Kino, liebe Freunde. Und auch hier gibt es einen riesen Applaus aus der Halle, oder?